Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier heute mit meinem Torwarttrainer Pascal und wir wollen euch heute die wichtigsten Fangtechniken im Torwartspiel zeigen. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Die erste Fangtechnik wird auch Fangdreieck genannt und wird bei Bällen angewendet, die oberhalb der Brust auf dich zukommen. Du bildest mit deinen Daumen und Zeigefingern ein Dreieck. Die restlichen Finger sind ein wenig gespreizt und nehmen die natürliche Krümmung eines Balls ein. Dadurch kannst du den Ball besser festhalten. Die Daumen und Zeigefinger müssen sich nicht zwingend berühren, achte jedoch darauf, dass du sie nicht zu weit auseinander hältst, da der Ball ansonsten durchrutschen könnte. Diese Fangtechnik wird auch Korbgriff genannt. Hier arbeitet der Torwart dem Ball entgegen, streckt also die Arme nach vorne, um den Ball zu fangen und letztlich zu umschließen. Die kleinen Finger bzw. äußeren Handflächen sind dabei eng zusammen. Außerdem ist es hier auch wichtig, die Ellenbogen nicht zu weit auseinander zu halten. Hier besteht ansonsten die Gefahr, dass der Ball durchrutscht. Achte darauf, den Ball schnellstmöglich zu umschließen und zu sichern, nachdem du ihn gefangen hast. Diese Fangtechnik wird auch als tiefer Korbgriff bezeichnet. Hier möchten wir dir drei Varianten vorstellen. Bei der ersten Variante machst du aus der Grundstellung heraus einen kleinen Spreizsprung und bildest dann mit deinen Händen und Armen eine Art Rampe, sodass der Ball an den Arm hochläuft und du ihn festhalten kannst. Achte auf einen engen Abstand zwischen deinen kleinen Fingern und den Ellenbogen. Auch bei dieser Variante machst du zunächst einen Spreizsprung und bildest mit deinen Händen und Armen eine Rampe. Die Hände und Ellenbogen werden wieder möglichst eng gehalten. Wenn der Ball an den Arm hochläuft, umschließt du ihn und lässt dich zum Sichern des Balles nach vorne fallen. Achte darauf, eher auf deinen Unterarm zu landen, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn der Ball bei dieser Variante des tiefen Korbgriffs auf dich zukommt, stellst du ein Bein ein wenig raus und drehst das andere Bein bzw. Knie ein. Gleichzeitig bildest du wieder mit deinen Händen und Armen eine Rampe, wo der Ball hochläuft und du ihn umschließen kannst. Die Finger und Ellenbogen werden dabei nah aneinander gehalten. Durch das möglichst nahe Absetzen des Knies an den anderen Fuß sorgst du dafür, dass der Ball nicht durch deine Beine rollt. Diese Fangtechnik wird auch als Abtauchen oder Hechten bezeichnet. Deine Zeigefinger und Daumen bilden ein Dreieck und die restlichen Finger sind ein wenig gespreizt. Dabei nehmen sie die natürliche Krümmung des Balls ein und bilden sozusagen ein Dach, um den Ball optimal festhalten zu können.